Nee, doch noch nicht. Ich muss hier mal einen kurzen Cut machen, denn mir ist aufgefallen, dass ich extrem einen Abschnitt vergessen habe. Und daher drehe ich mal kurz die Zeit so ein bisschen zurück. Und da sind wir wieder. Mal kurz in der Zeit zurückgereist. Denn wie schon erwähnt. Seit ich die Uniform trage, sehen die Ladies mich öfter an. Aha. Haben wir was Essentielles übersehen? Weil ich habe so das Ende mal so die letzten Minuten des Chapters, die uns noch erwartet haben und die uns jetzt wieder erwarten, mal so gespielt und mir fiel auf, da fehlt doch was. Du hast doch da eine Stelle in Erinnerung, die kam gar nicht. Wo war die denn? Und hab dann nochmal den Kram hier gespielt, der bei der letzten Aufnahme extrem nervig war. Bin aber gut durchgekommen. Und hab gesucht, wo diese Räumlichkeit ist, die ich in Erinnerung habe. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Und ich habe sie tatsächlich gefunden. Man muss nämlich hier hoch. Und das ist voll krank. Man muss hier hoch. Man muss erkennen, dass es da reingeht. Wir haben gewonnen. Wie kann das und dann sein? Tut sich hier nochmal ein ganz neues Gebiet auf, sag ich mal. So ein paar Räumlichkeiten. In denen noch ein ziemlich famoser Tresor steht. An den ich krasse Erinnerungen habe. Der da nämlich. Und wir befinden uns jetzt in einem Gebiet, in dem ich versuchen werde, auf Quick Save zu verzichten, nur Hard Save zu benutzen. Weil die Typen hier lieben es, rumzubacken. Und ich will sie nicht zu sehr provozieren. Muss ehrlich gesagt nicht sein. Was war denn hier noch? Das habe ich gerade beim Testen noch gar nicht abgecheckt, hier die Stelle. Hätte ich den Raum auch von einer anderen Stelle betreten können? Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Ich lache ja, wenn das jetzt hier irgendein Gebiet ist, wo wir schon waren. Natürlich. Ist das etwa die andere Seite? Moment. Ja, natürlich. Also das ist hier, wo wir damals angefangen haben, bei der dummen Stelle, wo wir hier rum sind, wo die ganzen geskripteten Leute sind und wo wir dann hier runter sind. Und wäre ich da weiter rumgegangen, wo 1000 Soldaten im Weg waren, was gar nicht schaffbar war, hätten wir auch hierher kommen können. Okay. Also man muss nicht diesen obskuren Weg zwingend benutzen. Aber wenn man gewaltfrei spielen will, ich mach mal den ersten Hard Save, dann ist es der einzige Weg, weil das andere viel zu frustintensiv ist. Hier liegt doch schon noch Loot irgendwo. Guck doch mal, wie er da steht. Der ist doch schon verbuggt, oder? Ja, jetzt läuft der los. Läuft bei dir sprichwörtlich. Ich guck mal, ob hier Loot ist. Sieht aber nicht so aus. Nee, okay. Dann wäre das der andere Weg hierher gewesen. Gut zu wissen. Auf jeden Fall in dem Gebiet, in dem wir jetzt hier sind, sind drei Wachen. Zwei davon sind ziemlich in Bewegung auf ihren geskripteten Faden. Und einer steht da hinten und klopft an eine Wand, an Bretter, die einen Raum verbarrikadieren. Und da hinter diese Bretter werden wir uns jetzt über Umwege begeben. Bevor wir uns an den Tresor machen, der hier die große Herausforderung wird. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Hauspflichten, Weißwäsche ersetzen, Tresorkombination ändern, 017. Kamine reinigen, neue Lampen überprüfen, Teppiche reinigen, auf Wachen mit schmutzigen Schuhen achten, Lüftungsfächer reparieren, Beschwerden wegen starker Winde. Hier kommen wir dann wieder raus, wollen wir nicht. Denn wir wollen hier noch ein Stück weiter rein, wo die starken Winde herkommen, alle mal die Nase zuhalten. Und schon sind wir in dem geheimen Raum, der verbarrikadiert ist, wo die eine Wache davor steht. Wenn wir uns leise verhalten, merkt die auch nichts. Lose Enden. 14.07.841. Man kann niemandem vertrauen. Eldus selbst hat mich verraten und gedroht, er werde den Unfall und die Gefahren der Urkraft publik machen. Dass dieser Misskerl mich hintergeht, nachdem ich ihn in den Schoß der Familie zurückgeführt habe, ist kaum zu fassen. Von heute an soll er so viel schreien, wie er möchte. Nur die Wahnsinnigen tief in der Heilanstalt von Moira werden ihn jetzt noch hören. Sein Gezeter wird bis zu seinem Tod niemand mehr ernst nehmen. Also er hat seinen eigenen Bruder in die Irrenanstalt gesteckt und wundert sich dann, wenn der wiederkommt und alle durchdrehen. Ich hingegen mache alleine weiter. Auf meinen Befehl hin wird der Diebesfänger-General den Erweckten nacheinander nach dem eigenen Ermessen den Mund stopfen. Vivian gilt nun schon seit mehreren Monaten als vermisst. Ihre Abwesenheit kommt mir gut zu Pass. Fast alle losen Enden sind sorgsam abgetrennt.
Nichts wird mich an der Nutzbarmachung der Urkraft hindern. Nichts. Mein Nacken schmerzt. Das dürfte es hier drinnen gewesen sein. Kommen wir zum interessanten Teil. Ich gebe nicht auf. Niemals. Ist das eine Prüfung meines Glaubens? So, den haben wir leer gemacht, den haben wir leer gemacht. Da hinten in der Ecke liegt noch eine Kleinigkeit. Dann widmen wir uns. Wenn ich ihn finde. Dem Tresor. Nächster Hardsave. Ich muss es leider so nervig machen, weil, wenn man hier quicksaved, drehen die Wachen irgendwann alle durch. Und rennen kreuz und quer, sodass man eigentlich an nichts rankommt. Hier zum Beispiel, dass er so stehen bleibt und sich umdreht, dass er da stehen bleibt und sich umdreht, das passiert dann einfach alles nicht. So, der Typ da hinten versucht immer in den Tresor ranzukommen. Oder in die Tresor reinzukommen, vielmehr. Und das stört uns unheimlich. Das Ding ist, wenn man Ich darf nicht wanken. Nicht so kurz vor dem Ziel. Der beiden Wachen ausschaltet, die hier rumrennen. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich noch was vergessen habe. Dann ist das gar nicht so schwer mit dem Tresor. Aber ihr kennt mich ja. Ich habe ja da so meine eigenen Stile und ich habe damals versucht. Wir haben gewonnen. Wie kann das sein? Das war, glaube ich, knapp gerade. Und ich habe damals versucht, krampfhaft. Oh shit, ich habe einen Quicksave gemacht. Scheiß Gewohnheit. Ich habe damals versucht, krampfhaft diesen Tresor auszuräumen, ohne jemanden umzubringen. Und das im Ghost-Stil quasi. Und ich werde euch mal ungefähr zeigen, wie das machbar ist, kann man nicht sagen. Aber wie man da so vorgehen kann. Und ich hole mir mal dieses Sammlerstück hier noch. Ich liebe diese Gemälde, ihr wisst das. Sieh an, was haben wir denn da? Ich muss gerade mal beschleunigen, weil der andere Typ gleich um die Ecke kommt. Die verheiratete alte Jungfer. Nur bei Kerzenlicht ist auf der Rückseite verblasst zu lesen. Ich glaube, ich mag den Geruch von Veilchen. Eine Statue ist nur ein Steinklumpen, der für eine kurze Zeit eine Form behält. Denn da? Da ist er! Ich hab ihn! Ja, jetzt war ich zu schnell. Lutsch doch dein Schwert, mein Freund. Und jetzt könnte schon sein, dass die Skripts durchdrehen. Oh nein, die Skripts... Seht ihr das? Lächerlich, wie ein Skript von irgendeinem Soldaten hat, der an einer ganz anderen Stelle steht. Oder hat er sich jetzt nochmal gefangen? Ich weiß es nicht. Egal. Machen wir das hier nochmal. Ist halt nervig, wenn man jedes Mal warten muss, bis der Typ da mal rumläuft. Ich weiß nicht, ob er jetzt sein Skript verbuggt hat. Er hier an dem Tresor macht auf jeden Fall noch, was er machen soll. Mir fällt ein, ich habe eine andere Position mir auserkoren. Nämlich die hier. Ich bombe euch gerade mit Infos zu. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ich glaube, der hat sich wieder gefangen da mit seinem Skript da draußen. Weg von Quicksave und Quickload hier. Ich kann es euch nur sagen. Ja, er hat sich wieder gefangen mit seinem Skript. Oder? Ja, es sieht gut aus. Weil sonst rennt er nämlich durch und schlitzt unsichtbaren Leuten die Kehle auf. So, jetzt nochmal hier. Diesmal in Ruhe und dann wieder in Sicherheit bringen. Guter Fund. Also ihr seht ja, dass ich gerade damit anfange, die Kombination einzugeben. Kommt bestimmt der Typ, ich kann es vergessen. Man muss hier genau abpassen, also wenn man das so machen will wie ich damals. Und wo ich damals das erste Mal gespielt habe, hatte ich einen Heidenspaß daran. Ich kleiner Masochist, herauszufinden, wie man das machen kann, ohne einen rauszuziehen von denen. Genau das Timing abzupassen, genau im richtigen Moment die Sachen durchzuführen und halt Schritt für Schritt vorzugehen. So, jetzt haben wir wieder ein gutes Timing, das heißt, wir sollten den Rest der Kombination eingeben können. Ja, ist ja nur noch die eine Ziffer, die andere steht schon richtig. Ich bin nicht mehr sicher. Jetzt
Jetzt haben wir den Safe entriegelt. Das ist aber erst nicht mal die halbe Miete, wirklich. Ich wünschte, hier gibt's eine Eintopfküche. Denn jetzt kommt der schwierige Part. Denn jetzt müssen wir das Ding leerräumen. Und ich hab's mal wirklich probiert mit von wegen Stück für Stück Beutestücke rausnehmen, den wieder zumachen und so richtig ghostmäßig, ne, dass die Wache gar nicht sieht, dass da jemals einer dran war. Aber das geht einfach nicht. Das geht einfach mit dem nicht. Der hat so einen kurzen Rhythmus. Sobald man den Tresor wieder zumacht, verbraucht man so viel Zeit. Ich gebe nicht auf. Niemals. Dass es quasi nicht möglich ist. Wo ich glaube, vorhin habe ich glaube ich einmal geschafft, gerade so ein Stück rauszunehmen, das Ding wieder zuzumachen und abzuhauen. Ich probiere das nochmal. Ihr sollt das auch mal sehen. Also ich denke mal, für euch ist es ganz interessant, was ich mir damals für ein Kram ausgedacht habe, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Das ist nochmal ganz interessant. Dann gibt dem hier eine so ein bisschen persönliche Note. Jetzt beeil dich doch mal, der andere Typ kommt gleich wieder. Aufmachen. Ein Stück nehmen. Zumachen. Und ist wieder aufgesprungen. Aber hätte ich es eine Sekunde länger gewartet... Ich finde dich! Verlass dich drauf! Ja, jetzt hat er gesehen, dass der Tresor offen ist. Ich finde dich, Ungläubiger! Ist ein bisschen schlecht. Er könnte hier entlang sein. Aber mich gesehen haben sie nicht. Töten wir den Ungläubigen. Ich komme mit. Ah, du bist nicht gerade leise. Götzen! Niemand versteckt sich vor den Götzen! Das hat's wohl nicht gebracht mit der Flasche. Dein Ende naht, Ungläubiger! Die Typen sind zu dumm, um zu hören, wo das war. Komm! Stell dich dem Licht, Freund! Du bist blind, Freund, wenn du denkst, in den Schatten bist du sicher! Hey! Da ist er! Ich hab ihn! Ja, ihr seht schon, wie affig das ist, also... Das ist richtig hart, deswegen, also... Ja, wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich könnte einen rausziehen, das Rating ist mir eh egal. Das macht schon wieder ein Skript, was er nicht machen soll. Okay, ein Versuch noch, komm. Go! Idiot! Mach auf! Mach zu! Oh, ich hab's geschafft. Aber es ist blanker Wahnsinn, das so zu machen. Mann, musst du mich jetzt angucken, du blöder Typ, du. Mann, wir hatten das letzte Mal schon genug Rage. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Ich probiere es jetzt noch einmal so. Denn wenn ich ein Stück unbemerkt rausnehme, kann ich die anderen drei beim zweiten Versuch hintereinander rausnehmen und abhauen. Dreht er sich nochmal um, der Penner, ey. Los, hau rein. Das sind wirklich Millisekunden, die entscheiden. Aber es geht. Und damals hatte ich einen Riesenspaß, das rauszufummeln. Das hat schon wieder zu lange gedauert. Wetten, wetten. Das ist so zum Kotzen. Ihr seht's ja, wenn man die Animation nicht beendet, dann schwingt der Tresor einfach wieder auf, wenn man wegguscht. Ah ja, resettet die Animation. Das reißt einen natürlich auch so ein bisschen aus der Immersion raus, wenn die Wachen irgendeinen Kack machen und wenn man das Spiel ladet und neu startet, ne? Ich würde den Baron gern mal treffen und ihm die Hand schütteln. Nee, wenn die Animation schon ein bisschen zu lang dauert, ist schon scheiße. Letzter Versuch so, wenn nicht, zieh ich einen raus. Okay, 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 okay. Ja, wunderbar. So geht das. Alles klar. Nochmal ein Hardsave. Wenn das Spiel mir jetzt hier nicht abstürzt, danke. Hat gerade kurz geleckt. Und jetzt warte ich nochmal, bis hier Mr. Scriptbug kommt. Der sich aber gerade wieder gefangen hat. Das finde ich ziemlich gut. Und dann mache ich den Tresor leer. Oh nein, das ist eher verbuggt. Seht ihr das? Seht ihr das, wie er einfach nur da steht? Ist mir egal jetzt, ey. Penner. Und allein diese Stelle verhindert. Ich sehe ihn. Klar, die Dämmerung. Wir sind noch nicht fertig.
Skripts drehen vollkommen durch. Ha? Ja, der kommt einfach immer wieder in den Raum rein. Fuck you, Game, ey. Mir reicht's jetzt. Ja, von hinten erstochen. Ich habe jetzt eine neue Idee. Ja, jetzt fängst du dich wieder, ne? Ist mir so egal, ich werde dich jetzt ausschalten. Denn der Typ, der immer von Tresor hin und her läuft, der ist gar nicht der Schlimme. Der hat zwar das kleinere Zeitfenster, aber viel nerviger ist der Typ, der hier ständig durch den Raum läuft. Wenn der nämlich ein Skript backt hat, dann rennt der in den Raum rein und raus und zurück und vor und... Boah, du kannst hier nichts in Ruhe machen, ey. Das ist meine Chance, mich zu bewähren. So. Maul zu jetzt hier, ey. Ernsthaft, ey, der ging mir so auf den Nerv schon. So, letzter Hardsafe in diesem Raum hier. Und das ist halt die Stelle, wo ich sage, Ghosting unmöglich, Phantom-Rating. Erstmal ist es verbuggt in der Mission. Selbst wenn man hier nicht erwischt wird, ich habe das damals ja mal wirklich durchgezogen mit dem Laden und Machen und dass keiner was merkt. Tresor zu, Tresor auf, Tresor zu, Tresor auf. Die kleinsten Zeitfenster genutzt. Ja, das war doch schon wieder von Arsch. Ah, ist mir egal. Nimm. Hä? Ich finde dich. Verlass dich drauf. Du findest gar keinen, ey. Den Rest, der jetzt kommt, habt ihr ja erstmal gesehen. Ich werde das jetzt genauso spielen wie beim letzten Mal, bis wir wieder bei dem Urkraftstein sind, der in der Luft schwebt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder, haben nichts vergessen und nehmen jetzt diesen Stein. Das Heilmittel! Nimm ihr Blut! Was ist das? Der Meisterdieb? Komm ich ungelegen? Wie ungeschickt, verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Früher tauchte man Hände von Dieben in heißen Teer. Garrett. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Die Rohre münden unter der Brücke in den Fluss. Ja! Ja, willkommen in der Action-Sequenz des Levels. Obwohl, verglichen mit den anderen ist sie noch ganz cool. Immerhin nerven uns hier keine Wachen. Und wir können uns jetzt einfach damit beschäftigen, hier rauszukommen. Denn die Brücke wird langsam in Flammen aufgehen. Und da müssen wir jetzt durch. Daher stapfen wir mal hier so ein bisschen durch die Nässe. Und folgen nicht den Ratten. Die Götzen haben Spuren hinterlassen. Wird nicht leicht, über die Brücke zu kommen. Das packen wir schon. Solange uns nicht die Decke über den Kopf einstürzt. Da
müssen wir uns hier so ein bisschen den Weg ebnen. Der Anfang ist noch relativ simpel. Auch ganz cool mal, wenn man hier so... Ja, Rätsel kann man es nicht nennen, aber halt so ein Boot abschlagen und dann darüber zu laufen und so, ist schon eine ganz nette Idee. Aber gleich kommen noch richtige Abfuckstellen. Wenn man die nicht kennt, stirbt man da schnell. Ist halt so ein bisschen Trial and Error jetzt. Und auch schnell sein. Immerhin können wir jetzt wieder quicksaven. Ohne Angst zu haben, dass irgendwas verbuggt. Das ist hier ziemlich nützlich. Denn es gibt hier auch teilweise noch Loot, das man finden kann. Guten Flug, Mister. Und wo man ein Zeitlimit hat. Weil wenn man nicht schnell genug ist, stirbt man einfach. Und daher beeile ich mich jetzt mal hier. Denn gleich geht das Haus in Flammen auf. Ihr seht gleich, wie das Feuer die Treppe runterkommt. In der Zeit muss man das Teil hier knacken. Deswegen habe ich es vorhin auch nochmal angespielt, um genau zu wissen, wie ich knacke, weil das schaffst du sonst einfach nicht. Und dann kann das Haus in Ruhe abbrennen. Aber ohne uns. Grafisch ist das hier schon relativ aufwendig, muss ich sagen. Hat schon was. Aber muss halt so in einem Spiel auch nicht sein, dass die Action voll abgeht. Aber es sieht schon cool aus. Ich glaube, Blut war hier draußen nicht. Das war immer nur in den Häusern selber. Und jetzt klettern wir an den Seilen der Gehängten hoch. Das ist schon wieder fast schon cool. Und in das Haus. Ich weiß nicht, ob darin Loot war, aber ich speichere mal. Ich glaube, da mussten wir schnell sein. Also, und zwar wären wir drin sprichwörtlich vergast. Immer mit einem Auge nach Loot-Ausschau halten und dabei aufpassen, nicht flambiert zu werden. Ja, ja. Ich bin ja gleich draußen. Ah, wir haben keine Nahrung. Ich hätte mich gern geheilt. Also die Stelle hier mit dem... Man kann ja am Anfang diese Bedingungen einstellen, ne? Und eine davon ist... Ich muss aufpassen. Das Dach könnte jeden Moment einstürzen. Eine davon ist, wenn man auch nur den winzigsten Schaden bekommt, ist das Spiel vorbei. Das ist absoluter Abfuck, wenn man das spielt und das hier macht. Quasi instant tot. Und dann gab es, glaube ich, auch noch eine Iron Man Condition, die man einstellen kann, dass man auch nur einmal verkackt das ganze Spiel von vorne anfangen kann. Also man kann sich hier richtig das Leben zur Hölle machen, wenn man will. Würde ich aber nicht empfehlen. Die Idee mit dem Ranking, den sie da hatten, ist zwar cool, aber es klappt nicht so ganz. So, jetzt. Hier fangen jetzt die Sachen an, wo man Sachen findet, wenn man sich genau umguckt und nicht den falschen Weg zuerst nimmt. Wie diesen Aschenbecher. Und jetzt auch hier übers Dach gehen, auf eine Art und Weise, um nicht einzustürzen. Auch das ist eine Kunst, die man beim ersten Mal spielen wahrscheinlich nicht packt. Zum Beispiel hier nicht in der Mitte lang zu gehen, sondern an der Seite. Nee, hier noch nicht. Irgendwo war hier noch Loot. Dann war das hier, genau. Immer schön an der Seite langlaufen. Sonst kracht hier nämlich der ein und dann kracht hier richtig runter. Ah, das muss man halt auch erstmal spielen, denn sonst kommt man nicht an dieses goldene Gefäß da, weil man direkt vorher im Boden einkracht. Aber wir holen es uns. Zack, ohne meins. Ja, ja, ist gut, Garrett. Alles gut. Ich glaube, hier draußen lag ausnahmsweise mal was. Irgendwas habe ich in meiner Erinnerung. Scheint eine falsche Erinnerung.
Ich habe wahrscheinlich eh schon wieder einiges liegen lassen. Immerhin haben wir fast alle Sammlerstücke. Diesmal eins fehlt uns, glaube ich. Aber ich bin froh, dass mir das mit dem Tresor noch eingefallen ist, die Stelle, weil die wollte ich euch unbedingt zeigen. Die ist eigentlich eine ziemlich wichtige und interessante Stelle in dem Level. Auch unter der Bedingung, dass man das quasi nicht schaffen kann mit Ghosten. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan! Zack. Na, fällst du nicht auch noch runter? Tschüss. Ist schon ganz spannend gemacht, aber ist halt übelstes Try and Error hier. Wenn man das erste Mal spielt, man stirbt erstmal an jeder Stelle. Bevor man genau weiß, wie es geht. Ich möchte nicht hier sein, wenn dieser Teil der Brücke einstürzt. Vielleicht sollte ich oben hochgehen. Vorsicht ist keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Oh oh. Straße stürzt so ein bisschen ein hier. Über einiges nach. Und da haben wir unser Rating als Opportunist. Wie gesagt, selbst wenn man versucht, auf Phantom zu spielen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man das Rating kriegt. Das ist dann wirklich so, dass Opportunist in 99% der Fälle so leicht überragt. Egal wie gut man ist, weil ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Irgendwas ist hier buggy. Ich wurde aber auch tatsächlich dreimal entdeckt. Aber irgendwann war mir das auch egal. Irgendwann haben wir den Bonus für die Fallen bekommen und relativ knapp 80% der Beute immerhin. Knapp. Und das gleiche bei den Sammlerstücken. Ach, ziemlich genau 80% sogar. Augen auf, Chris. Etwas später im Glockenturm. Boah, es tut mir leid, dass die Mission so lange gedauert hat. Das Warten habt ihr nicht verdient. Ihr belohnt mich ja wirklich eifrig mit Kommentaren und Daumen nach oben bei Thief. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Das sind schon leicht echt Rekordvideos mittlerweile. Aber jetzt haben wir es endlich gepackt. Und da als Bonus gibt es noch eine kleine Cutscene. Etwas... in dir ist anders, Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen, doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron? Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist, stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen, ja.
Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion das fehlende Teil gestohlen hast, musst du Erin von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Garrett. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Garrett. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Ach, die deutsche Übersetzung ist echt nicht so gut gelungen. Der Dialog gerade ist schon im Englischen von vielen Fans kritisiert, weil da so leichte Wortspiele drin sind, wo die Leute das dann als cringy bezeichnen, also als kitschig, zähneknirschend irgendwas so in der Richtung. Aber auf Deutsch gerade war das sehr unverständlich, was die beiden zueinander gesagt haben, so ein bisschen, fand ich jetzt jedenfalls. Ja, Mission 7, die Kathedrale erwartet uns und damit auch nochmal das letzte neue Stadtviertel, glaube ich, in Anführungsstrichen Viertel. Und da werden wir uns das nächste Mal gleich reinstürzen. Weil Story ziehe ich jetzt durch und die restlichen Zeitmissions kann ich ja danach noch machen. Wenn ihr dann noch Bock habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Thief. Bis dann, euer Chris.